Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und damit zu diesem Ankündigungs- bzw. Infovideo. Denn Leute, es gibt einige Neuigkeiten zu zukünftigen Projekten, zu aktuellen Projekten und Dingen, die in nächster Zeit so anstehen, wovon ich auch schon in einem Livestream erzählt hatte, aber mir dachte, ich mache nochmal ein kleines Video dazu. Zuallererst geht es nämlich um die Zürich Popcon. Und zwar werde ich dieses Jahr am 30. September und 1. Oktober zusammen mit Raphael auf der Zürich Popcon sein. Sprich, solltet ihr zufällig auch gerade in der Schweiz, in Zürich sein und Zeit haben oder vielleicht sowieso da sein, könnt ihr gerne zu Zürich Popcon kommen und mich und Raphael natürlich dort treffen und auch viele weitere Creator, die auch da sein werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, da noch ein paar Leute kennenzulernen und mal zu schauen, wie zum Beispiel so eine Zürich Popcon auch im Vergleich zu so einer Gamescom ist. Gut geplant, ich habe mir Gott sei Dank eine Liste gemacht, weil ich nicht mehr weiß, wovon ich reden will. Genau. Sekunde. Howdy. Okay, das war furchtbar, aber Leute, und zwar wird es diesen Freitag, also morgen, ich muss dieses Video schnell fertig bekommen. Und zwar wird es morgen Abend einen Red Dead Redemption Stream geben. Das hatten sich einige Leute gewünscht. Jetzt ist es endlich soweit. Ich denke mal so zwischen 20 und 21 Uhr werden wir dort starten. Ich werde auf jeden Fall nochmal in Discord reinschreiben, dass morgen dieser Stream ist. Vermutlich auch noch im Community-Tab. Und Leute, apropos Discord, wenn ihr noch nicht gejoint seid, unten in der Beschreibung ist der Link, da könnt ihr beitreten und keine aktuellen Nachrichten und News und Infos mehr verpassen und natürlich auch ein bisschen mit mir und der restlichen Community schreiben. Den brauche ich nicht mehr. Nächste Info bezieht sich auch auf Minecraft Atropos, wo sich einige vielleicht fragen, wo bleibt Atropos? Was jetzt seit, lasst mich nicht lügen und kurz nachschauen. Minecraft Atropos kam zuletzt vor 3 Monaten. Mensch, man könnte meinen, ich wäre total aktiv gewesen in dieser Zeit. Nee, war ich nicht. Sorry, Leute. Auf jeden Fall, Atropos wird weitergehen. Heute Abend werde ich eine neue Folge davon aufnehmen. Und das heißt, ihr solltet bis spätestens Montag die neue Folge bekommen. Also Leute, freut euch da schon mal. Es wird danach auf jeden Fall aktiver mit Atropos weitergehen. Es ist viel geplant. Es wird ein paar Neuerungen geben, ein paar Änderungen, die euch aber so direkt wahrscheinlich gar nicht auffallen werden, bis auf eine große Änderung. Aber das seht ihr, wenn es soweit ist. Weiterhin wird es aber mit Atropos weitergehen. Es ist ein Projekt, was mir am Herzen liegt, was ich auf jeden Fall fortführen werde. Also da wird was kommen. Seid gespannt. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und lasst natürlich auch schon mal einen Daumen nach oben da. Nächste Ankündigung muss ich leider ein bisschen mit so einer Stimme ein bisschen dumm machen, weil ich krieg dafür einen Mythic Classic von Raphael, wenn ich diese Ankündigung, also mindestens eine in diesem Video, mit so einer komischen Stimme mache. Also bis dann gleich bei jemandem von Mythic Classic ist ein Mythic Classic, ne? Also auf jeden Fall wird es in Zukunft auch ein besonderes Video zusammen mit Raphael geben, wenn ich bei ihm bin. Und zwar wird er deutsche oder Süßigkeiten, die er noch nicht kennt, testen. Das werdet ihr dann alles hier sehen. Und ja, auf zur nächsten Ankündigung, weil das fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, so zu reden die ganze Zeit. Aber so ist das nun mal, ne? Ich fühle mich wie der große Vollidiot, Leute. Ja, auf jeden Fall Süßigkeiten testen Video mit Raphael. Kommt auch demnächst, Ende des Monats nehmen wir es auf. Nächste Info ist eine kleine Ankündigung oder eine Werbesache in eigener Angelegenheit. Denn Leute, ich habe einen Zweitkanal. Wer es noch nicht gesehen hat, den findet ihr auch jetzt verlinkt. Entweder hier unten in der Beschreibung oder auf meinem Kanal unter andere Kanäle. Nämlich Filmgeplauder. Das ist mein zweiter Kanal, wo ich auch aktiv wöchentlich Videos rausbringen werde. Beziehungsweise wöchentlich kommen auf jeden Fall Shorts. Die Videos, die ich dort plane und mache, sind etwas aufwendiger und brauchen deswegen etwas mehr Zeit. Dort werde ich aber über Filme und Serien reden und wenn euch das interessiert, Theorien, Reviews und all sonstiger Kram dazu, dann abonniert diesen Kanal, schaut vorbei, es würde mich sehr freuen und supporten Leute, deswegen das so in eigener Sache. Und das soll es tatsächlich auch mit diesem kleinen Infovideo gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert diesen Kanal, wenn ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Sei es jetzt demnächst Atropos, der Red Dead Stream,
der Vlog, der von der Zürich Popcorn kommen wird mit Raphael, das Süßigkeiten-Testen-Video und Leute, es kommt noch einiges in diesem Jahr auf euch zu. Das kann ich euch versprechen. Ich werde auch in Zukunft wieder aktiver werden. Keine Sorge. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Das war's dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch jetzt noch einen planetarischen Tag. Haut rein. Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann! Oh, yeah, that's that.